Es wäre eine Sensation. Welcher Trainer könnte aus dem Ruhestand zurückkehren und Carlo Ancelotti bei den Bayern beerben? Welchen Megasturm plant PSG? Und welche kuriosen Geschichten gibt es um Cesc Fabregas und Franck Ribéry? Das und mehr in eurer heutigen Folge der Newskicks. Viel Spaß dabei! Jupp Heynckes wird laut der Bild-Zeitung neuer Trainer beim deutschen Meister Bayern München. Der 72-Jährige soll das Amt nach der Entlassung von Carlo Ancelotti bis zum Saisonende übernehmen. Für Heynckes wäre es die vierte Amtszeit bei den Bayern. Zuletzt hatte er den Rekordmeister 2013 zum Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League geführt und danach seine Trainerkarriere beendet. Eine Bestätigung des FC Bayern liegt bislang aber noch nicht vor. In der Nacht zum Donnerstag berichtete auch das Fachmagazin Kicker von der Übergangslösung mit Heynckes. Die kommende Saison dürfte dann Julian Nagelsmann von 1899 Hoffenheim der Favorit auf den Trainerposten sein. Bayern-Präsident Uli Hoeneß gilt als großer Fan des 30-jährigen Trainer des Jahres, der im Kraichgau eigentlich noch bis 2021 unter Vertrag steht. Die Entscheidung für Heynckes wäre wohl auch eine gegen Thomas Tuchel. Der Ex-Trainer des Bayern-Rivalen Borussia Dortmund ist seit seiner Entlassung beim BVB im Sommer ohne Verein und wäre eigentlich sofort verfügbar. Unter Heynckes waren die Bayern bereits 1989 und 1990 Meister geworden. Schon 2009 sprang er infolge der Entlassung von Jürgen Klinsmann als Trainer in München ein. Kuriose Geschichte um Cesc Fabregas. Als Pizzabote der besonderen Art hat sich der spanische Star geoutet. Mit 13-jähriger Verzögerung gestand der Mittelfeldspieler in der britischen TV-Sendung eine Liga für sich. 2004 als Spieler des FC Arsenal nach einer Niederlage bei Manchester United bei einem als Schlacht am Buffet bekannt gewordenen Gerangel im Spielertunnel mit einem Stück Pizza geworfen und dabei Manchester-Teammanager Sir Alex Ferguson an der Wange getroffen zu haben. Ich ging mit meinem Pizzastück aus der Kabine raus, um zu sehen, was los ist. Auf einmal sah ich, dass sich Sol Campbell, Ryan Ferdinand, Martin Nolan, eigentlich jeder mit jedem schlug. Ich wusste nicht, wie ich eingreifen sollte und warf einfach mit der Pizza. Auf einmal sah ich, wen ich getroffen hatte. Dabei hatte ich das nicht gewollt, erzählte Fabregas von den damaligen Vorgängen. Der mittlerweile beim FC Chelsea unter Vertrag stehende Spielmacher betonte nochmals sein Bedauern. Ich entschuldige mich wirklich, Sir Alex. Das habe ich wirklich nicht gewollt. Harry Kane von den Tottenham Hotspurs kann sich für die Zukunft vieles vorstellen. Offenbar auch ein Wechsel zu Real Madrid. Der Engländer schließt es zumindest nicht aus. Berichte aus Spanien hatten Kane zuletzt mit den Königlichen in Verbindung gebracht. Eine Ablöse von bis zu 200 Millionen Euro stand dabei im Raum. Dem erteilt der Stürmer zumindest keine Absage. Ich würde nie einfach Ja oder Nein sagen. Ich schließe nichts aus. Noch ist Kane allerdings bis 2022 unter Vertrag und die Spurs würden ihren Torjäger wohl ungern abgeben. Es ist auch nichts, was ich definitiv tun will. Man sollte nur nie etwas gänzlich ausschließen. Ich bin sehr glücklich hier, aber wir werden sehen, was passiert. Reals Präsident Florentino Perez soll in Kane nicht nur eine Alternative zu Karim Benzema, sondern auf lange Sicht auch einen Ersatz für den omnipräsenten Cristiano Ronaldo sehen. Der 24-jährige Kane könnte durchaus in die Fußstapfen des Portugiesen treten. Der AC Mailand steht offenbar vor einem großen Problem. China könnte die Investoren auffordern, das Geld zurück ins Reich der Mitte zu schaffen. Ein Minus von mehr als 160 Millionen Euro erwirtschaftete Milan sich im vergangenen Transfersommer. Die Italiener konnten aufgrund einer Geldspritze aus China intensiv in den Kader investieren und damit die eigene sportliche Qualität anheben. Das könnte nun jedoch Folgen haben. Wie italienische Medien berichten, könnte Investor Yong Hong Li dazu gezwungen sein, das Geld zurück nach China zu bringen. Die Regierung dort will am 18. Oktober mehrere Regelungen gegen Investitionen im Ausland erlassen, um die eigene Wirtschaft zu stärken. Dies könnte auch die Rossoneri treffen. Die Mittel aus den Fonds Huarong und Haisha
könnten laut den Berichten von China zurückgefordert werden. Li sucht deshalb nach neuen Partnern, die in den Arzneimitern investieren wollen, könnte aber vorerst eine Lücke von rund 253 Millionen Euro ausgleichen müssen. Sollte das nicht in der gesetzten Frist geschehen, würde China wohl einen Anspruch auf einen Teil des AC Mailand erwerben. Bayern-Star Franck Ribéry zahlt zu seinem Bruder François im Jahr 2010 ein volles Jahr das Gehalt. Als dessen Verein Calais bankrott ging, wechselte er zum Amateurclub Bayonnais, der sich das Gehalt nicht leisten konnte. Ribéry sprang ein und überwies für 12 Monate das Gehalt von rund 2500 Euro im Monat. Diese Anekdote erhält der französische Spielerberater Christophe Hutto in seinem Buch Mes Secrets d'Agent, meine Geheimnisse als Spielerberater, fest. Ribéry hatte Hutto angerufen und ihn gebeten, seinem Bruder einen neuen Verein zu besorgen. Franck Ribéry zahlte für den Vertrag seines Bruders, was um 30.000 bis 35.000 Euro war, bestätigte Bayonnais-Präsident Jean-Pierre Ménard der Zeitung Sud-Ouest. Paris Saint-Germain plant offenbar, Starstürmer Edinson Cavani im kommenden Sommer zu verkaufen. Der Uruguayer würde damit eines der Opfer des Neymar-Transfers werden und könnte von Alexis Sanchez ersetzt werden. Wie Le Parisien berichtet, hat PSG einen Plan erarbeitet, wie mit dem Financial Fair Play umgegangen werden soll. Nach dem Einkauf von Neymar für 222 Millionen Euro klafft ein großes Loch in der Bilanz, das dem Bericht zufolge durch den Verkauf von Cavani teilweise geschlossen werden soll. Der Stürmer soll dem Bericht zufolge abgegeben werden, während Alexis Sanchez vom FC Barcelona ablösefrei nach Frankreich wechselt und seine Position übernehmen soll. Paris geht wohl davon aus, dass Cavani von allen zu diskutierbaren Spielern im Kader am meisten Geld einbringen würde. Mit Sanchez wäre ein Ersatz kostengünstig gefunden. Der Chilene kann die Gunners im Sommer mit auslaufendem Vertrag verlassen. Gleichwohl müsste sich PSG gegen Manchester City durchsetzen, das wohl sehr großes Interesse am 28-Jährigen hat.